Was ist Influencer Marketing? Ist Influencer Marketing gleich Werbung? Wann und wie funktioniert das Ganze? Das erfährst du in diesem Video und am Ende hast du ein grundlegendes Verständnis dafür, was sich hinter Influencer Marketing versteckt. Also bis gleich. Hey Leute, herzlich willkommen auf Social Influencers TV. Womöglich dein Guide für erfolgreiches Influencer-Marketing und Content-Management. Und ja, es ist die erste Ausgabe auf diesem Kanal. Zum Jahresanfang 2018 habe ich mir gedacht, jetzt machst du doch mal eine Videoreihe zum Thema Influencer-Marketing, weil da noch sehr viel Unsicherheit vorherrscht, vor allem seitens der Unternehmen. Und ja, also gerade für diejenigen, die mit Influencer-Marketing anfangen wollen, ist das eine gute Möglichkeit, einen Überblick zu verschaffen. Und für die Experten unter euch könnte es auch interessant sein. Wir werden einige Veranstaltungen besuchen und ich werde Experten, die ich kenne und mit denen ich zusammenarbeite, hier einladen, damit die auch so ein bisschen aus der Praxis erzählen. Aber wir fangen ganz von vorne an und lass uns doch mal erstmal schauen, was ist eigentlich Influencer Marketing. Ja, das Thema Influencer Marketing und in diesem Zusammenhang auch Content Management wurden in den letzten Jahren viel diskutiert, gehypt und eins muss man sagen, es findet tatsächlich eine Revolution der klassischen Medien statt und der Werbemarkt hat sich auf den Kopf gestellt. Die Sache ist nämlich die. Denn heute können wir uns Inhalte, die uns interessieren, auch selbst aussuchen. Dafür haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir haben YouTube, Facebook, Instagram, das sind die bekanntesten. Und wir haben hier viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen und uns entertainen zu lassen. Das heißt, ab einem gewissen Moment wurde aus Kunde ist König, Zuschauer ist König. Und das heißt, dass die klassische Push-Werbung nicht mehr so einfach funktioniert. Man muss auch sagen, dass auch die klassischen Online-Marketing-Instrumente, die wir aus dem Unternehmen kennen, nicht mehr so effektiv sind. Diese klassischen Funnels, hier hast du mein Buch umsonst, verkaufen wir deine Seele, die ziehen heute nicht mehr. Die sind langweilig und auch nicht mehr effektiv, weil heutzutage hat, glaube ich, jeder ein Adblogger. Deswegen muss man sich jetzt heute was Neues einfallen lassen. Stopp, werden einige von euch jetzt sagen, ist Influencer Marketing nicht gerade dafür da, um für Produkte zu werben und diese dann zu verkaufen? Und die Antwort ist ganz klar, doch, nur die Art und Weise hat sich jetzt geändert. Influencer Marketing folgt dem Leitgedanken, dass Werbung nicht unterbrechen darf. Das bedeutet, deine Werbung muss meinem Content, der mich interessiert, angepasst werden bzw. sehr authentisch in ihn implementiert werden, so dass ich am besten gar nicht merke, dass da Werbung betrieben wird. Und das nennt man den nativen Werbeansatz. Denn seien wir doch mal ehrlich, heute geht es gar nicht mehr darum, welche Produkte zu welchen Preisen wir anbieten, sondern es geht darum, was wir als Marke verkörpern, für welche Werte wir stehen und was machen wir eigentlich für die Community, für die Zielgruppe. Und dafür eignet sich Influencer Marketing bestens. Im Klartext bedeutet das, dass durch die Reichweite und die Reputation der Influencer wir oder unsere Marke erst einmal ein Gesicht auf den Markt bekommt und wir die Möglichkeit haben, sehr authentisch eigene Markenbotschaften mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Und deswegen ist Influencer Marketing eher ein Kommunikationsmittel und weniger eine Vertriebskeule, wo du eigentlich nur verkaufen willst. Das müsst ihr erst einmal verstehen. Nun würden einige von euch sagen, hey, Influencer Marketing gab es doch schon immer. Wir kennen doch diese ganzen Prominente, die für irgendwelche Produkte werben. Und da muss ich sagen, hey, stopp. Revolutionär in unserem Fall ist, dass jeder normale Mensch schon morgen zu einem Superstar werden kann oder zu einem Experten in einer bestimmten Nische und die aber auch das Vertrauen der Menschen genießen, während die alten Celebrities dieses schon längst verloren haben. Für Unternehmen, Brands, Startups bietet Influencer Marketing viele neue Möglichkeiten, eigene Produkte auf dem Markt zu platzieren,
Zumal viele Statistiken heute schon zeigen, dass Menschen eher Empfehlungen anderer Menschen vertrauen als rein kommerziellen Inhalten. In Deutschland ist der Markt noch relativ jung, andere Länder sind da viel weiter als wir, gerade was das Verständnis für Content angeht, Social Branding, aber auch Markenintegration generell. Man muss auch sagen, dass der Markt sich auch weltweit erst einmal einigen Herausforderungen stellen muss, so auch das einfach ein falsches Marktverständnis, was viele Unternehmen noch haben und somit auch eine falsche Erwartungshaltung gegenüber Influencer-Kampagnen bis hin zu Unklarheiten in Sachen Kennzeichnungspflicht für gesponserte Inhalte. Da muss sich also so einiges tun und das bietet uns viel Gesprächsstoff für diesen Kanal. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Was haben wir also gelernt? Lass uns das kurz festhalten. Erstens, Influencer-Marketing ist keine klassische Werbung, sondern folgt einem nativen Werbeansatz. Das bedeutet, der Endkunde merkt nicht einmal, dass hier Werbung betrieben wird. Das bietet den Unternehmen neue Möglichkeiten, eigene Produkte auf den Markt zu platzieren und eigene Markenbotschaften mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Und drittens, ja, der Markt muss so einige Hindernisse hinter sich lassen, aber er entwickelt sich weiter und wir haben noch so einiges vor uns, da bin ich mir sicher. An dieser Stelle würde mich auch interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Influencer Marketing gemacht habt. Schreibt es unten in die Comments und wir wollen ja voneinander lernen. Ich bin mal gespannt, was wir da so sammeln können. Und jetzt kommt der Klassiker, wenn dir dieses Video gefallen hat und du hier was lernen konntest, dann gib mir einen Daumen hoch. Schreibt es unten in die Comments, wenn es dir nicht gefallen hat und lass ein Abo da, hau die Glocke für neue Updates. Und ja, ich werde mich definitiv noch bessern und hier für euch in die Kamera zu sprechen, aber ich hoffe, das wird schon klar gehen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.